So, hallo zurück. Heute mal mit einem anderen Setting. Ich habe gedacht, das passt vielleicht ein bisschen zu den Düften, die heute kommen. Und zwar stelle ich euch ein paar stimmungsaufhellende, belebende, vielleicht auch wachmachende Düfte vor. Und wenn es noch so ein bisschen dunkel ist, so verschlafen, das warme Licht strahlt in den Raum, dann legen wir jetzt mal los. Habe ich nämlich ein paar Sachen für euch. Ich habe zwei Sachen, so typische Sonntagmorgen-Düfte. Einmal diesen Vertreter hier. Und zwar der Trussardi, ich muss es ablesen. Passeggiata in Galleria Vittorio Emanuele Due, ein ewig langer Name. Wer unseren Podcast verfolgt, hat es bestimmt schon oft gehört. Das ist der berühmt-berüchtigte Nutella-Duft. Ja, also wirklich herrlich, wie wenn man oben so am Nutella-Glas riecht, so diesen frisch aufschraubt und dann kommt einem dieser Haselnuss-Nougat-Geruch so in die Nase. So riecht dieser Duft am Anfang. Na, sagen wir mal, 2 Stunden hält sich das ungefähr und dann trifft mir langsam in so eine hellere, floralere Ebene ab. Sehr, sehr cooler Duft. Am Anfang ultra, ultra gourmandig, wirklich. So Haselnusscreme würde ich einfach mal generell sagen. Nicht unbedingt Nutella, aber das ist so das. Also erinnert an so einen entspannten Sonntagmorgen. Und um auch bei dem Thema zu bleiben. Ja, dieser Vertreter hier, Atelier Cologne Orange Sanguine, passt eigentlich dazu. Sollte man fast schon layern, weil wir hier nämlich den frisch gepressten Orangensaft haben. Genau, also diesen Duft, wenn man den aufsprüht, dann fühlt man sich gleich, ja, wie so ein, mit einem Kickstart gewissermaßen in den Tag. Genial, also erfrischende Orange, hat eben was von diesem frisch gepressten Orangensaft und erinnert auch total an so einen coolen Sonntagmorgen ausgepennt, aber doch noch irgendwie ein bisschen verschlafen, kommt so ein Frühstückstisch. Also das verbinde ich damit und gibt einem auch wieder so ein richtig schön erfrischendes, belebendes Gefühl. Sehr, sehr geil. Ja, was sicherlich bei vielen Leuten nicht fehlen darf, Kaffee. Und zwar, hier haben wir den Pure Coffee oder auch den Ristretto Intense Kaffee. Beides sehr, sehr herbe Kaffeedüfte. Also den Mugler mal stellvertretend haben wir hier so am Anfang so eine richtig schön geröstete, herbe Kaffeenote. Beim Intense Kaffee auch. Aber im Intense Café kommt noch irgendwann so ein Ticken Rose mit rein. Aber das ist dann eher so eine richtig, so eine, wie soll ich sagen, auch eher herb, also eine schöne kantige Rose eher, die sich, finde ich, sehr schön damit einfügt. Anderen Leuten, ja, gefällt es nicht so. Aber eben Pure Coffee dagegen. Hauptsächlich am Anfang so ein geröstetes Kaffeearoma. Und mit der Zeit legt sich es ein bisschen. Wir kriegen so eine, eher so eine gourmandig-schokoladige Richtung durch den Patchouli, der hier mit drin ist, was die ganzen Düfte also aus der Reihe auszeichnet. Und dann haben wir einen richtigen Dessert-Geruch in dem Sinne. Aber am Anfang, zum Beispiel, wenn man den aufsprüht, da bist du erstmal so richtig wach, weil, ja, wie eine Kaffeetasse, so eine Tasse Kaffee am Morgen so ungefähr pusht er dich. Ja, ein anderer Vertreter, haben vielleicht viele auch nicht auf dem Schirm, Wild Desires von Birkholz. Wenn ihr Boss Bottled oder Laden mögt, dann wird euch der Duft hier auch gefallen, weil wir haben am Anfang ganz viel Apfel, beziehungsweise generell in diesem Duft. Ja, ich würde ihm vielleicht sogar so einen Hauch Duschgel-Duft unterstellen mit bei, aber ich finde das hier nicht so übertrieben und so standardmäßig umgesetzt, weil einfach dieser schöne Apfel noch mit bei ist. Und generell ist er nicht zu süß, zu schwer, sondern der hat irgendwie was eben Erfrischendes an sich, etwas Belebendes. Ich weiß nicht, also wenn ich wach werden will, oder irgendwie Bock auf was eben Belebendes, das finde ich das beste Wort für diesen Duft hier, Such, ist das einfach der Go-To-Duft überhaupt. Mega Teil, finde ich richtig cool, hält toll und man fühlt sich gleich so ein bisschen gepusht, erfrischt. Sehr, sehr schön. Jetzt zwei, ja, ähnlich wirkende Amberdüfte. Einmal der Astrophil und Stella Amberlivable. Ja, toller Name. Oder auch Olfativo Laboratorio Al-Amber. Beides sehr, sehr so richtig schön spritzig erfrischende Amberdüfte. Also man hat diesen, ja, typischen Geruch mit bei. Aber hier
Zum Beispiel haben wir noch ein paar schöne florale Elemente mit bei. Und am Anfang meint man so richtig, die Haut prickelt. Also so fühlt man sich, wenn man diesen Duft aufsprüht. Sehr, sehr geil gemacht. Hält auch, finde ich, ziemlich toll. Aber auch der hier eben, der driftet dann mit der Zeit auch in eher so einen hellen, floralen Part ab. Ja, eher für den Sommer oder auch warme Tage geeignet. Also wir hatten am Anfang den Nutella-Duft, der auch in so einen, naja, ähnlichen Drawdown, stimmt nicht ganz, aber gewisse ähnliche Richtung geht. Der ist allerdings eher so für die kalten Tage, weil er dann doch viel süßer und schwerer und satter gestaltet ist. Und der hier bleibt leicht, erfrischend, spritzig. Ja, bringt einfach ein bisschen Leben wieder mit rein. Ja, ich glaube, das passt ganz gut aktuell, dass man mal wieder so ein paar, ja, in gewisser Weise auch gute Laune, erfrischende, belebende Düfte braucht, hat. Und es war jetzt mal so ein kleiner Querschnitt. Also Kaffee generell geht immer, alle möglichen. Ja, finde ich nicht so schweren, sondern eher herben Kaffeedüfte finde ich da mal ganz cool, weil die meisten doch immer sehr süß umgesetzt sind. In dem Sinne, ey, das war's schon wieder. Was ist denn euer richtig krasser Push-Duft, mit dem ihr in die Gänge kommt? Also bei mir sind es eh, wie ihr gemerkt habt, jetzt eher so ein paar leckere Sachen, oftmals so Hand zur Gourmand-Richtung. Dennoch, danke wieder fürs Zuhören. Wenn ihr mich kontaktieren wollt, am allerbesten auf Instagram. Link findet ihr auch unten in der Beschreibung. Ansonsten, ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.